In diesem Video möchte ich dir jetzt den Unterschied zwischen Einsamkeit, Alleine sein und dem Gefühl von Leerheit beziehungsweise oder das Gefühl von Leere beziehungsweise das Zusammenspiel untereinander und wo man oft was falsch verstanden hat oder wo man oft falsch verstanden wird, näher erläutern, wie es für mich ist und vor allem dir einen Weg daraus zeigen, und zwar einen sehr leichten und sehr einfachen Weg. Und am Ende habe ich auch noch eine Überraschung für dich. Das, was ich dir jetzt sagen werde, ist für alle interessant, egal ob du dich schon mit Thematiken wie Einsamkeit, Leere und Alleinsein beschäftigt hast. Und auch das wird nur ein winziger Teil davon sein, aber es ist einfach die Entstehungsgeschichte quasi. Deswegen nehme ich das jetzt als so als Ganzes heraus, weil es halt oft falsch verstanden wird, ja, weil das Alleinsein oft einfach nur, ja, fehlgeleitet wird, wo der Schlüssel im Prinzip die Einsamkeit und die Leere ist. Und wenn man weiß, wie man damit umgeht, erledigt sich das Ganze wie von selbst. Und das siehst du jetzt alles hier. Einsamkeit ist gar nicht so leicht zu beschreiben, aber ich werde jetzt versuchen, bildhaft zu zeigen, wie Einsamkeit sich für mich angefühlt hat, wie ich das noch gehabt habe. Und zwar war das wirklich oft so, dass ich gerade in Gruppen, dass ich draufgekommen bin, ich war da oft wie so eine, na, wie so eine Marionette, wie von mir selbst. Ich habe mich beobachtet, ich habe gesehen, ich lache, ich habe gesehen, ich bin im Umfeld mittendrin, ich mache meine Dinge, ich habe, ja, ich hab Freunde, ich bin unterwegs, ich gehe auf Partys oder ich sitze an schönen Abenden da. Manchmal war das auch wirklich so, aber manchmal war das auch wirklich so, dass ich da keine Verbindung gespürt habe in dem Moment, sondern ich habe mich in einer Gruppe von Menschen vor allem wirklich einsam gefühlt. Und das war so ein Gefühl von: Ich bin nicht in Verbindung, ich konnte nicht in Verbindung gehen. Es war manchmal auch so, wie wenn ich in einem Film drinnen gefangen war, wo sich alles um mich herum gedreht hat. Ich konnte alles beobachten, ich konnte mich beobachten, aber es hat sich überhaupt nicht real angefühlt und es hat sich überhaupt nicht echt angefühlt, sondern es war wie so kein Zugang dazu. Ich erlebe das alles, aber ohne wirkliche innere Stärke, ohne damit, ja, in Verbindung zu sein. Das war einfach das richtige Wort. Das war übrigens dann auch das Keyword, und da kommen wir dann später dazu, was die Auflösung auch davon war. Und dieses Gefühl wie ein Schatten meiner selbst. Ja, ich bin durch mein Leben zeitweise, nicht immer, ja, und dazwischen gab es auch wirklich Phasen, da ging es mir total gut und da war ich mit Menschen verbunden. Aber dann gab es so Episoden, da war das wirklich schwer, weil das einfach wirklich so ein, ja, wie ein Schatten von meiner selbst war, wo ich mich da wie gefühlt, ja, kennst du vielleicht, wenn ich das so als Bild jetzt male, wie wenn ich so ein bisschen im Schatten stehe, in der Mitte von der Welt, und rundherum dreht sich alles bunt um mich weiter, und ich höre das und ich sehe das und die Leute lachen und die Leute machen alles Mögliche und ich bin da und drehe mich nicht und finde das irgendwie schwer. Ich habe da nicht, ich war da nicht voller Freude, ich war da nicht, ja, es war wie kein Zugang dazu, und das hat in mir so eine Leere verursacht auch, ja, weil es eben nicht gefüllt war mit etwas, ja. Nur die Leere war nur ein Teil davon, bis ich gelernt habe, die Leere zu füllen wieder mit neuer Energie. Das war in so Umbruchssituationen, wo ich nicht damit umzugehen wusste. Gerade in Umbruchssituationen war oft ein Leerheitsgefühl in mir da. Das hat aber mit der Einsamkeit gar nichts zu tun gehabt, ja. Die Einsamkeit war wirklich dieses: Ich kann im Moment nicht mit Menschen in Verbindung gehen. Sie sind anders wie ich. Ja, ich kann mich hier gar nicht als Teil der Erde sehen. Irgendwie bin ich hier nicht willkommen. Irgendwie fühlt es sich hier gar nicht richtig an. Ich hatte Sehnsucht nach irgendwohin. Ja, nicht einmal jetzt nach irgendeinem anderen Stern, nach einem anderen Planet, sondern einfach nur nicht da zu sein, weil das, was hier war, diese Erdenschwere, die Ungerechtigkeiten, alles das war zum Teil so intensiv, und ich habe einfach mit Menschen, ich habe sie oft nicht verstanden, ich habe oft nicht verstanden, wie man, warum man solche Aktionen schiebt in manchen Momenten. Ja, das war mir manchmal überhaupt nicht klar, weil ich einfach ganz anders ticke, ja, und weil ich da einfach an dem Punkt mittlerweile weiß ich, dass ganz viele wie ich ticken. Ja, und wir sind gar nicht so weit weg und alles Mögliche, sondern wir sind hier und wir sind da und dürfen das auch für uns leben. Und jetzt ist es auch wunderbar, aber eine Zeit lang war das wirklich nicht wunderbar, sondern war wirklich auch eine sehr herausfordernde Zeit für mich, weil ich eben nicht in Verbindung gehen konnte, noch nicht. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich dazu. Und zusätzlich ich diesen Film laufen gehabt habe, dieses: Ich bin hier nicht willkommen, ich komme hier irgendwie nicht an, ich bin hier falsch da. Ich dachte ganz lange, bis zu meinem 28. Geburtstag, wo ich gemerkt habe, es ist anders, dass ich sterben werde mit 28. Ich habe wirklich ganz lange diese Illusion, also, oder diese
Jetzt ist es eine Illusion, weil ich ja drüber hinweg bin, aber davor war auch eine Entscheidung. Ja? Aber für mich, ja, dieses Gefühl, einfach nicht richtig hier zu sein und auch gar nicht wirklich hier ankommen zu wollen. Ja? Bis zu dem Moment, wo ich hier ankommen wollte und wo ich vor allem für mich auch den Weg gefunden habe, wie ich ankommen kann. Und damit hat sich schlagartig alles geändert. Ja? Aber ich habe im Laufe der Zeit, habe ich einfach mitbekommen, dass diese Leere ein wunderschönes Bau, ein wunderschöner Baumechanismus ist vom System, wo sich das System entleert, wo alte Energie rausgeht und wo dadurch dann etwas Neues entstehen kann. Die Leere ist immer nur ein gefüllter Raum. Entweder ich komme irgendwo noch nicht hin, ja, wo die Leere einfach ganz, ganz laut wird, aber da komme ich dann bei dem Alleinesein drauf, was das eben im Umkehr sein könnte. Oder ich kann nicht in Verbindung gehen, so wie das bei mir war. Das heißt, ich habe mich nicht verbunden mit dem Potenzial, dann was herunter wollte, deswegen habe ich mich zusätzlich leer gefühlt und hatte dann auch immer mal wieder so Phasen, wo ich eben durch die mangelnde Verbindung mit mir selbst, aber auch mit Mutter Erde einfach nicht ins Tun gekommen bin, sprich diesen Leerraum nicht gefüllt hat, sprich zu der Einsamkeit und zu der Sehnsucht nach was anderem einfach auch eine unglaubliche Leere in dem Moment erfahren habe. Ja? Und ich weiß von ganz vielen Kundinnen, die ich begleite, die hatten einfach auch das Thema des Alleinseins. Und in den meisten Fällen war das aber ein eingeredetes Thema. Manche Menschen haben vielleicht das Thema mit Alleinsein, dass sie wirklich nicht alleine sein können, weil sie es noch nicht gelernt haben und erst einmal lernen dürfen. Ja, das stimmt. Ja, aber oft ist das dann auch nur ein Auswuchs von etwas für mich. Ja, spür mal bei dir hinein, ob das so stimmig ist für dich. Ja, bei mir ist es so, dass das Alleinsein eigentlich immer ein Symptom ist dafür, dass da eine Einsamkeit und eine Leere ist, mit der ich noch nicht umgehen kann und das in etwas schreibe, nämlich dass ich glaube, dass ich es nicht überspielen muss. Es ist ein bisschen anders geartet, ja, als diese Einsamkeit, die ich vorher beschrieben habe, aber der Kern trotzdem Einsamkeit ist, weil die Verbindung mit einem noch nicht hergestellt ist. Ja, und dass das einfach nur ein Symptom im Außen ist. Und das Alleinesein ist oft so eine Beschreibung von, ich kann jetzt nicht allein sein, ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit anstellen soll, ich fühle mich leer, wenn ich alleine bin, alles wird schwer, alles bricht über mich herein, wenn ich alleine bin. Deswegen bin ich viel lieber unter Leuten und fühle mich dann nicht allein, damit ich mich auch mit manchen Sachen nicht beschäftigen muss. Das ist das eine. Ja? Und das andere ist aber einfach, ich spüre eine Leere in mir und die Leere wird so laut und ich weiß nicht, wie ich mit dieser Leere umgehen kann, dass ich versuche, diese Leere zu tackeln, indem ich mich mit anderen treffe und das zu überspiele, damit das andere lauter wird als das, damit ich mich da nicht hören muss, weil ich noch nicht die Instrumente habe, weil ich das Werkzeug noch nicht habe, weil ich noch nicht weiß, wie ich diese Instrumente in mir schulen kann, weil ich noch nicht weiß, wie ich mit mir selber als wunderschöne Symphonie quasi umgehen kann. Und deswegen spiele ich quasi das Alleinesein. Ich sage, ich kann nicht alleine sein, was aber nicht stimmt, weil ich halte einfach die Leere nicht aus. Ja? Sagen wir es mal einfach so. Und im Untergrund dieser Leere ist die mangelnde Verbindung mit mir selber. Aber warum halte ich die Leere nicht aus? Was brauche ich in dem Moment, um meine Leere wieder füllen zu dürfen, in Verbindung zu gehen mit meinem Potenzial, mit meinem Ursprung, mit dem, was ich hier auf die Erde bringen will und mit Mutter Erde und mich vor allem auch einmal aussöhnen mit Mutter Erde für das, was alles da vielleicht schon geschehen ist auch. Ja, vielleicht bist du ein hochsensibler Mensch, der so wie ich auch Erfahrungen hatte, Erinnerungen hatte noch und mit dieser Schwere zum Teil nicht so gut umgehen konnte. Ja, und dann macht das irrsinnigen Sinn und da kommen wir gleich zu dem, was mich da wirklich weitergebracht hat, wo ich da wirklich die Aha-Erlebnisse schlechthin hatte, nämlich indem ich mich für Spiritualität und Energiearbeit interessierte. Ich habe das von Haus aus mitgebracht, aber ich habe das eine Zeit lang, und das war auch so ein Punkt der Einsamkeit und der Leere, ja, der Umbruch auch wieder dorthin, habe ich das von mir weggedrängt. Zwischen 13 Jahren und 19 Jahren hatte ich eine Episode in meinem Leben, da wollte ich mich mit diesen Dingen überhaupt nicht auseinandersetzen. Und erst danach bin ich wieder ein bisschen mehr in dieses Gebiet hineingerutscht und habe dann schließlich und endlich 2015 mein Selbstwertziel gegründet, was aufgrund von ganz viel Bewusstseinsarbeit, von ganz viel Erfahrungsarbeit, von ganz viel energetischer Ausbildung auch, die ich gemacht habe in verschiedensten Bereichen, mit eingeflossen ist natürlich, aber wo ich gemerkt habe, und zwar vor allem oft durchs Learning, wie es nicht bei mir geht. Ich habe ganz viel gelernt durch, wie es nicht geht. Ja, ich habe Dinge ausprobiert und habe Dinge gesehen und habe gemerkt,
Ich wollte dieses Zwiebelprinzip zum Beispiel nicht. Ja? Dieses, ich hatte das Gefühl, wenn ich manchmal beim Energetiker bin, ich gehe da irgendwo hinein und jedes Mal, wenn ich glaube, ich habe da irgendwas gemacht, kommt zack das nächste Thema und ich muss noch einmal. Ja? Und das war was, das hat mich so ein bisschen in eine Unzufriedenheit gebracht, weil es nicht einfach ein anderes Thema war, was dann für mich logisch gewesen wäre, sondern es war wieder das und zwar manchmal wieder wirklich verstärkt. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie geht denn das überhaupt? Ich arbeite jetzt die ganze Zeit an mir und mit mir. Wie kann das sein, dass ich ein Thema bearbeite und gleich kommt das Thema wieder? Und ich habe das Gefühl sogar noch stärker. Und dann bin ich drauf gekommen, ah, das liegt an der Verankerung. Es wird nicht richtig in meinem kompletten System verankert, hier auf dieser Erde, mit meinem irdischen Dasein quasi, dass es sich manifestieren kann und auf der Zeitlinie abgesegnet. Ja, diejenigen, die als Theta Healing Experten zu mir kommen, die lieben ja Selbstwert-Healing auch, weil sie sagen, das ist so eine geile Erweiterung. Ja, einfach nämlich auch wirklich auf dein System dann zugeschnitten, aber es bringt dir dann auf ganzen Erfahrungswert mit von ganz, ganz vielen Dingen, weil das einfach mein Baby seit, naja, mittlerweile 15 Jahren ist, ja, woran ich dran arbeite und was sich stetig weiterentwickelt. Das ist ein wahnsinnig geiles Tool für Bewusstheitsarbeit, aber auch Heilarbeit natürlich, ja. Wir sollten mit der Bewusstheit immer dorthin gehen, wo uns das Leben hinführt, ja, immer dorthin gehen, wo unsere Freude ist, wo einfach was uns wichtig ist im Leben, weil die Muster, die Programme und alles, was uns davon abhalten will, was uns blockieren will, das kommt sowieso hoch und zeigt sich dann. Manches geht aber einfach auch gleich weg, weil wir unseren Weg wirklich gehen und wirklich sagen, ich erlaube mir jetzt für meine Freude, für meine Leichtigkeit zu gehen. Und für alles andere gibt es ein Selbstwert-Healing als Werkzeug, das dir bei der Bewusstwerdung auch noch hilft, die Dinge aus dem Weg zu räumen, die dir eben dabei nicht mehr dienlich sind. Ja, und so bin ich eben in dieses ganze Spiel hineingekommen, habe mich wieder mit meinem Weg versöhnt quasi, bin wieder in die Heilarbeit hineingegangen, bin wieder in die Bewusstheitsarbeit hineingegangen, bin wieder in die Arbeit mit Menschen hineingegangen, weil eine Zeit lang waren wir Menschen auch sehr überdrüssig, weil ich sie wirklich nicht verstanden habe. Also verstanden schon kognitiv, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, dieses, ich konnte nicht nachvollziehen, warum gerade in Verbindungen, wenn es um die Liebe geht, wenn es um zwischenmenschliche Verbindungen schlicht und ergreifend gehen, oder wie es darum geht, wie man generell mit sich umgeht, wie man respektvoll miteinander ist, das war mir ein Graus zum Teil, weil ich mir gedacht habe, das gibt's nicht. Ja, wie, warum? Ja. Aber aus dem Warum machen wir jetzt ein Wozu? Ja, wozu dient es mir? Es hat mir dorthin gedient, dass ich Selbstwert-Healing ins Leben gerufen habe und wie ich gelernt habe, aufgrund von wirklich ganz, ganz vielen Bewusstseins- und energetischen Arbeiten ein wunderschönes Tool zu formen und zu machen und auch mit meinen Channelings, was ich alles bekommen habe, also auch mein Erfahrungswert kommt damit hinein und wächst stetig, ja, wie man für sich selbst stabil stehen kann, wie man sich selbst mit seinem Kanal in Verbindung setzt, wie man das alles für sich in Ordnung bringt, egal wie schwer es war. Ich hatte noch nie eine Situation, wo ich Traumata mit jemandem gelöst habe und das habe ich persönlich gemacht, aber auch ganz viel habe ich mir seit 2019 einfach meinen Online-Bereich ausgebaut und dort mich stark gemacht, wo ich jetzt fast keine persönlichen, also vor Ort Geschichten mehr mache. Ja? Und da war noch niemand dabei, der in der Sekunde sich nicht aufgefangen gefühlt hätte, der sich nicht, auch wenn ein Trauma da hochgepoppt ist, ja, nicht gespürt hätte, ah, okay, alles klar, ich bin da und sich fallen hat lassen können und dann mitgegangen ist. Ganz im Gegenteil, es haben mir alle gesagt nachher, dass sie das nicht gedacht hätten, dass das auf so eine, ja, schöne, leichte, weiche Art und Weise auch geht, durch seine Dinge durchzutauchen und sie wirklich in die Erlösung zu bringen. Und das, was hier jetzt im Vordergrund steht, ist, wie sich Selbstwert-Healing entwickelt hat. Aber was ist eines der Hauptpunkte auch bei Selbstwert-Healing, ist, hier angekommen zu sein auf der Erde, in der Erdung zu stehen, sich zu fühlen, sich wahrzunehmen, seine Lehre lehren zu lassen, ja, also sich lehren zu lassen, um sich wieder neu zu füllen und sich mit sich in Verbindung zu bringen und damit auch mit Mutter Erde, mit seinem Potenzial in Verbindung bringt, mit Mutter Erde wirklich tief geerdet sich willkommen fühlt und damit plötzlich auch mit anderen ganz anders in Verbindung geht. Und ich kann dir eines sagen, damit verschwindet jede Einsamkeit aus deinem System und auch jede Angst vor Leere oder Leere, die sich so
als schwach, ja, oder als schwer oder als, oh mein Gott, ich halte das nicht aus, anspüren könnte. Und auch das Alleinsein hört auf, weil die Menschen, die zu mir geführt werden, die erkennen, dass sie gar nicht alleine sind. Sie sind weder alleine, selbst wenn sie alleine sind, sind sie nicht alleine, sondern sie sind verbunden mit sich, mit dem Universum und lernen auch plötzlich ihr Umfeld und die Menschen um sich herum anders kennen, sortieren dann natürlich auch manchmal aus, ist einfach so, wenn man weitergeht für sich, aber kommen auch in ganz andere neue Kreise und da wieder in Schwung hinein. Also es fühlt sich tatsächlich dann keiner mehr alleine. Für mich ist alleine, wie gesagt, nur dieser Ausdruck von, die Leere ist zu laut in mir. Die Leere darf gelehrt werden. Man lehrt sich dann bewusst immer wieder selbst sogar und lässt das Alte heraus, um sich wieder neu zu fühlen, wenn man merkt, da ist so ein Stau drinnen. Das heißt, man kommt in die Situationen gar nicht mehr. Das heißt, man kann mit der Leere umgehen. Plus, man fühlt sich geerdet, man fühlt sich willkommen, man kann wieder in Verbindung gehen, man geht mit sich selbst in Verbindung, aber auch mit anderen und damit vergeht auch das Gefühl der Einsamkeit, weil man plötzlich in Verbindung keine Einsamkeit mehr nötig hat. Ja? Also wunderschön, und wenn du da auch Lust dazu hast, lade ich dich von Herzen gerne ein. Es startet jetzt wieder die neue Pure Transformation mit Selbstwertheiling Gold als Basisausbildung mittendrin in diesen 12 Wochen, und jetzt komme ich zur Überraschung. Die Überraschung ist, die Pure Transformation dauert jetzt 12 Wochen, wo du eben Selbstwertheiling Gold durchmachst, wo du diese pure Transformation, die reine Transformation für dich durchlebst, wo du einfach ganz ein anderer Mensch sein wirst als vorher, in deinen Grundfesten natürlich, in deinen Charaktereigenschaften, noch immer dieselbe oder derselbe, aber ich bin hauptsächlich für Frauen, also derselbe gilt nur, wenn jetzt wirklich sich mehrere Männer anmelden, muss ich jetzt fairerweise sagen, dann mache ich eine eigene Pure Transformation für Männer wieder auf, das gab es auch schon einmal, aber hauptsächlich sind es Frauen, aber ich bin da offen für alles. Und da kannst du wirklich einfach hineinwachsen, hineinstaunen in dich, und das wird auf eine spielerische, lustige Art und Weise sein in 12 Wochen. Plus von diesen 12 Wochen bis zu 4 Monaten hast du dann quasi noch ein Begleitprogramm bei mir zusätzlich, wo es darum geht, dass du dich wirklich in Stabilität fühlst, ja, und dann für dich weitergehst. Für dich alleine, oder du sagst dann, oh ja, ich sehe, bei dir gibt es noch andere Dinge, die mich interessieren, was viele auch machen, und dann mit mir weitergehen. Ja, also du kannst dann frei entscheiden, aber du bist auf jeden Fall nach dieser Zeit mit mir, nach der Pure Transformation, absolut ready, absolut in deinem Kraftpool quasi drinnen, um für dich auch wirklich so weiterzugehen und einfach neue Erfahrungen zu sammeln und einfach das Leben auch wieder auf eine ganz andere, leichte und freudige Art und Weise zu sehen. Wenn du da Interesse hast, unten in der Infobox hast du tatsächlich den Link zu meinen Online-Kanälen, melde dich da bitte an. Und auch auf meiner Homepage, wenn du draufstehst, hast du überall Erstgespräch kostenfrei oder kostenfreies Erstgespräch, ja, oder yes, ich bin dabei, ich will durchstarten, da kommst du immer zu meinem Online-Kalender, und wie du den jetzt bedienst, blende ich dir jetzt dann gleich ein, damit da auch keine Verwirrung stattfindet. Ich freue mich schon total auf das Gespräch mit dir, buch mich einfach kostenfrei, wir lernen uns kennen und dann schauen wir mal, wo du stehst, was du brauchst und ob die Pure Transformation mit Selbstwertheiling auch wirklich das für dich ist. Und ja, da geht es natürlich nicht nur um Einsamkeit, da geht es nicht nur um Leere und auch nicht nur um alleine sein, aber das ist so ein großer Teil davon, wo ich mich gefühlt habe, wie das entstanden ist. Aber Selbstwertheiling ist ein machtvolles Instrument, was alles, was du dir vorstellen kannst, bereinigen kann, tatsächlich nämlich, ja, mittlerweile tatsächlich. Also, ich wünsche dir jetzt ein gutes Eintauchen in dich, da jetzt auf meinen Kalender schauen, dir einen Termin ausmachen und jetzt eine wunderschöne Zeit, bis wir... Hey und herzlich willkommen hier auf meinem Online-Kalender. Da kannst du dich ganz easy cheesy eintragen. Du siehst hier jetzt schon die Tage. Ja, wenn du runterscrollst, siehst du einfach die Tage und kannst dann auch hier direkt in der Leiste vom Freitag zum Beispiel oder den Samstag, gibt es jetzt nur die 2 Termine, oder am Montag, ja, kannst du rüber scrollen und schauen, wo Termine frei sind. Wenn du dann auf einen Termin klickst, bitte ich dich dabei dann deinen Namen, Vor- und Nachname, deine E-Mail-Adresse, das ist verpflichtend, optional deine Telefonnummer. Und da würde ich dich bitten, wirklich die Telefonnummer für Notfälle, wenn irgendwas passiert, dass ich dich auch wirklich erreichen kann, dein Geburtstag für dein Geschenk und ein Kommentar, wenn du mir schon was sagen möchtest. Und mit der Terminbestätigung
trägst du dich quasi bei mir in den Online-Kalender ein und machst es mir so auch möglich, dass gleich eine Automatisierung für dich laufen kann, die dich mit dem Zoom-Link dann einlädt, die dich auch an unseren Termin erinnert, mich nämlich auch. Ja, so ist es für mich ganz, ganz einfach, mit dir zu dem Termingespräch dann zu kommen, wo ich mit dir dann eine Stunde Zeit habe und wo wir einfach schauen können, plaudern können, wo du stehst, was du brauchst und ob ich die richtige Person für dich bin. Das heißt, hier geht das ganz einfach. Wenn du hier unten angekommen bist und du siehst, Donnerstag, hier ist es nicht aus, sondern du hast hier oben, hast du dann auch noch zum Blättern, wo du dann auf die Woche drauf springen kannst. Das ist immer nur eine Wochenansicht und so kommst du auch wieder zurück. Das heißt, such dir da gerne einen Termin mit mir aus, mach dich da bereit auf eine lustige eine Stunde Fahrt durch dein, ja, durch dein Leben quasi, wo wir schauen, wo du stehst und einfach ein nettes Eintauchen miteinander und dann sehen wir eh, was da geschieht. Und jetzt kommt dann auch noch die Sicht, wenn du nicht über das Handy, sondern wenn du online über die Webansicht einsteigst auch noch. So, dala, hopsala, tralala, so schaut das Ganze jetzt in der Webansicht aus. Du hast hier oben die Pfeile, wo du gleich dein Datum suchen kannst, was du möchtest. Und dann hast du hier die Slots frei, die es gibt. Hier wie gewohnt Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum und Kommentar, wenn es eines für mich gibt. Ich freue mich schon mega auf den Termin mit dir. Bis dann, baba.